Fischer, wir müssen über die Arche sprechen. Was ist das? Das, was Nicolaza am sehnlichsten will. Das Ding, mit dem wir ihn schnappen werden. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen, dass die Arche irgendwo im georgischen Präsidentenpalast versteckt ist. Und wir wissen, dass Valam Kristavi sie ihm geben wird. Wer ist Kristavi? Der neue Präsident von Georgien, von unseren CIA-Freunden an die Macht gehievt. Das ergibt doch keinen Sinn. Lass das unsere Sorge sein. Primäres Missionsziel in Georgien ist Nicolaza. Wenn wir ihn schnappen, haben die guten Jungs gewonnen. Haben Sie mit Lambert gesprochen? Ja. Wann werden wir Georgien voraussichtlich erreichen? Wir landen nicht. Sie werden abspringen. Na klasse. Dad, bist du da? Hey, Sarah. Schön, deine Stimme zu hören. Kommst du nach Hause? Im Fernsehen sagen sie, dass ihr Nicolaza habt. Das ist nicht so einfach. Also kommst du noch nicht? Nein, noch nicht, Schatz. Aber bald. Ein Seufzer der Erleichterung, während sich die Beziehungen zu China entspannen. Durch schnelles und entschlossenes Handeln beider Geheimdienste wurde eine Splittergruppe des chinesischen Militärs als Unterstützer der georgischen Aktivitäten ausgemacht. Und einen Tag der Trauer für die Opfer der georgischen Informationskrise angeordnet. Bestätigt das Ende von Combine Nicolazes Cyberterroristen. Die Informationsangriffe auf die USA haben aufgehört. In einer Feierstunde will Präsident Bowers CIA, FBI und US-Spezialeinheiten seinen Dank für deren großartigen Einsatz bei der Beendigung der Krise aussprechen. Sein Aufenthaltsort noch immer unbekannt ist, hat Combine Nicolaza jegliche Macht verloren. Wir haben dem Skorpion den Stachel gezogen. Er wird sich nicht mehr lange vor uns verstecken können. Willkommen beim letzten Level dieses Let's Plays. Präsidentenpalast, Tiflis, Georgien, 13. November 2004, 0 Uhr 4 Uhr, nachts. Finden Sie Combine Nicolaza und die Arche. Combine Nicolaza ist in den georgischen Präsidentenpalast zurückgekehrt, um die Waffe zu holen, als bisher einfach nur als Arche bekannt ist. Die Tatsache, dass Nicolaza persönlich zurück nach Tiflis kommt, bedeutet darauf hin, dass die Waffe sehr wichtig ist. Die Bedrohung durch Nicolaza und die Arche muss unbedingt eliminiert werden und genau das müssen wir jetzt machen. In diesem letzten Part, also habt noch viel Spaß in den letzten Minuten dieses Let's Plays. Oh Gott. Willkommen zurück in Georgien, Fischer. Yay. Der direkteste Weg zur Arche führt über die Daten von Präsident Kristavi. Siehe Opset. Was, wenn ich Kristavi sehe? Nicht anfassen. Der gehört der CIA. Wenn Kristavi stirbt, ist die Mission vorbei. Schöne Aussicht hat das Sam hier. Okay, der Sam ist ganz gut ausgerüstet gerade. So mit Gesichtsschutz und so, damit er noch schwieriger entdeckt wird. Er sieht jetzt aus wie Ninja. So, jetzt ist die Frage, wo geht's hier weiter? Ich muss hier mal schauen. Beim ersten Mal habe ich auch nicht so ganz gerafft, wie es weitergeht, aber ich glaube, ich habe eine Idee. Nein, nicht so! Das habe ich beim ersten Mal auch sehr häufig versucht, hier irgendwie abzuspringen, aber das ist der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen uns hier erst einmal so vielleicht. Also ich muss mich hier... Also ich habe das Level bis jetzt nur einmal durchgespielt, nicht mehrmals wie Level 1 zum Beispiel. Ich habe es nur einmal durchgespielt, dieses Level, deswegen kenne ich es nicht so. Im Vergleich zu den anderen Leveln. Okay, hier ist nichts. Muss ich irgendwie woanders hinschauen. Das ist eigentlich ganz simpel irgendwie, aber naja, wiederum doch nicht. Schade, es nicht so... Ah ja, okay. Ich dachte gerade, der fliegt da wieder runter. Nein, ich habe gesagt, du fliegst runter. Ich habe nicht gesagt, dass du sollst, ja? So, okay, jetzt sind wir schon mal hier. Also hier ist es ziemlich schwierig. Hier würde ich nicht den Real Life balancieren wollen. Hier kann man sich abstutzen. So und so. Da musste er sich doch die Finger brechen, wenn er sein ganzes Körpergewicht mit seinen Fingern dann auffangen muss. Also, naja. Und es ist sehr still hier. Also es läuft gar keine Musik gerade. Ziemlich ruhig gerade alles. Das müssen wir irgendwie ändern. Hallo? Beschaffen Sie die... Was? Egal. Ah ja, hier ist ein Rohr, da können wir uns hochhangeln, glaube ich. Oder geht das? Moment. Nein! Sam, du bist so dumm. Arr!
springst du einfach da runter. Was ist denn da unten eigentlich? Hallo, jemand da unten? Ist da schon jemand vor mir runtergefallen? Wahrscheinlich sind da die Leichen lauter seinem Fischerleichen von anderen Spielern, die dieses Spiel hier gefailt haben an dieser Stelle. Wie viele Leute spielen eigentlich Splinter? Ich glaube 1 Million, glaube ich, mindestens. So, wo geht's denn jetzt lang? Ich habe schon das Gefühl, man muss sich hier hochhangeln irgendwie. Vielleicht so. Ah ja, okay. Soweit so gut. Jetzt lass dich. Ah, ich dachte schon, jetzt fliegst du da wieder runter. Das wäre ja grandios von dir gelöst worden. So, hier, unglaublich, dass so ein Rohr einen 70 Kilo schweren Mann hält. Ich meine, das muss doch brechen, oder? Also ich würde mir das nicht trauen. Nicht einmal für 1 Million Euro würde ich es machen, weil ich dann sterben könnte. Da hilft mir kein Geld der Welt mehr. So, lass dich mal fallen. Und hier wieder. Ich speichere mal wieder an dieser Stelle. Oh, Kirchenglocken. Ach, wie schön. Schön, schön, erinnert mich an Nizza aus 3x3. Da tun auch manchmal die Glocken von Kirchen, ja, bimmeln. Finde ich ganz nett eigentlich gemacht. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Also, das war gerade der Anfang von diesem schwierigen Level. Aha, ich dachte schon, jetzt fliegst du wieder runter. Ich glaube, das denke ich ständig, wenn er irgendwo runterfällt. Jetzt gerade auch wieder. Okay. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen hier weiterspringen. Oh Gott, der ist ganz schön mutig. Naja. Hier hätte ich auch eine Lösung. Ja, so. Ich wollte mich eigentlich an der Wand hier irgendwie heranschleichen, aber das geht eigentlich auch. So, hier ist ein Rohr. Das geht nach oben. Und falls wir nicht nach oben können, können wir auch nach unten und selbst noch begehen. So, ich kann mein Haus von hier sehen. Oh. Irgendwie sieht das alles so künstlich aus, so unreal. Soll das etwa... Okay, anscheinend ist es einfach nur ein Bild einer realen Stadt, so ein Foto wahrscheinlich im Hintergrund. Ich zeige es euch mal, indem ich jetzt ein paar Cheats eintippe, wie das so aufgebaut ist. Ihr seht, ich kann da rangehen. Und ja, das ist im Prinzip nur ein Hintergrund, kann man sagen. Jetzt gehen wir mal wieder zurück, bevor ihr mich wieder als Cheater-Bild zeichnet. So, walk. Und nach oben. Zuvor speichere ich allerdings noch. Ich glaube, ich mache sogar einen richtigen Save jetzt. 10 nenne ich's. Okay, was steht da auf dem Offset? Nikolazes Nachfolger, Präsident Valam Kravi, hat sich im Palast niedergelassen. Wenn Präsident Krivazi stirbt, ist die Mission gescheitert. Ach, wie schön, wir müssen jemanden beschützen, verteidigen, whatever. Wir schaffen sich die Archivakte, die Aufzeichnungen eines Verhörs, das von georgischen Agenten durchgeführt wurde, die den derzeitigen georgischen Präsidenten Christavi repräsentieren. Die Akte enthält Details eines Verhörs eines hochrangigen Söldners, der in Nikolazes Dienst steht und eventuell die Identität der Arche preisgibt. Okay. So, hier nochmal ein Save und es geht wieder weiter. So. Ich glaube... Astandil, warum wischst du die Scheiße von deinem Hut nicht weg? Wer ist da? Leuchte mir gefälligst nicht in die Augen, dämlicher Scharfschütze. Astandil, Vandri, haltet gefälligst Punktdisziplin. Jawohl, Tvarisch! Jawohl, Entschuldigung! Er hat Witterung aufgenommen! Nein, hat er nicht! Scheiß Hund! Ich mag keine bösen Hunde! Habe ich das schon mal gesagt? Ja, gell? Warum mischst du die Scheiße von deinem Hund nicht weg? Ach du Scheiße! Wer ist da? Läuft mir gefällig! Kann ich die nicht irgendwie abknallen von hier aus? Ach komm, das kann sogar ich! Wenn ich mich an den Rohr hangel, dann kann ich mit einer anderen Hand, mein Körpergewicht halten und eine andere freilegen. Er hat eine Fährte. Alter! Nein, hier ist kein Hund. Ich meine kein Agent. Na toll. Also das ist sehr schwierig. Beim ersten Mal habe ich da auch ewig lang gebraucht, bis ich da irgendwie hochkam. Warum wischst du die Scheiße von deinem Hund nicht weg? Ich glaube, ich mache den Selfie ab hier, sonst müssen wir uns diese Scheiße ständig anhören.
Lalalalala. So, ich probier's mal hier. Wir können uns ja jederzeit an den Abgrund hangeln. Alter! Alter! Scheiß Scharfschütze! Ich glaube, den sollte ich zuerst kalt machen. Wo ist denn der? Da ist er. Ja, nee. Eindringling. Hä, wow. Ah! Das sind zwei Hunde gleich, oh mein Gott. Das ist ja nicht so, als würde ich einen in den Präsidentenpalast eindringen. So, jetzt probier's mal so. Können mich einfach einen Termin mit dem vereinbaren und ihn dann so irgendwie töten, das geht eigentlich auch. Oh Gott, hoffentlich war es richtig, hier jetzt einen Quicksave zu machen. Ich weiß nicht so richtig, mir ist das alles nicht so ganz geheuer. So, ich glaube, ab hier kann ich den Hundi abknallen. Wo ist denn der Sniper? Ist er hier oben vielleicht? Oh Gott. Psst. Da ist er. Seht ihr den? Da hängt er mit seinem Geschütz raus und wartet, dass er ein paar Leute abknallen kann. Oh Gott, runter! Ey, der... Ah, oh, der hat doch einen Aimbot. Der one-hittet ja. Da muss irgendwo noch ein weiterer Sniper sein. Aber wo? Und jetzt fängt es zum Laggen an. Das ist immer wieder super. Mein alter Freund ist wieder da. Mein bester Freund. Ich glaube, hier könnte es gehen. Ha, ich hab ihn. Ich hab ihn und jetzt schnell runter. Hier ist kein Agent. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Nein. Später vielleicht. Ey, Leg. Ich hasse dich. Hab ich das schon mal gesagt? Ach, wisst ihr was? Ich starte das Spiel mal wieder neu. Das Spiel will mal wieder nicht. Naja. Zum Glück muss ich es bald nicht mehr ertragen. Oh Gott, das kann ich schon gar nicht mehr richtig sprechen. Naja, wie auch immer, ich mache mal schnell Pause und fix das Ganze. Und hoffentlich kommt es in diesem Let's Play nicht. So, hier bin ich wieder. Und weiter geht's. Ja, du findest mich. Ja, ist schon klar. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Nein, warum sollte ich? Dann knallst du mich doch nur ab. Das sagen schon viele. Das sagen viele von euch. Oh Gott. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Nein. Halt dich doch fest, Sam. Oh, der ist so dumm. Wenn ich nach oben gehe, knallen sie mich ab. Wenn ich hier bleibe, knallen sie mich ab. Und wenn ich runtergehe, sterbe ich und dann knallen sie mich ab. Was mache ich jetzt? Wir werden sie finden. Ja. Aus dem Weg. Mehr runter. Oh nein, nicht so. Ja, flieg ruhig in den Abgrund. Kommen Sie mit der Ich glaube, ich warte einfach und mache nichts. Irgendwann werden sie schon nachgeben. Wir werden sie finden. Hat doch nur irgendeinen Sniper-Kollegen erschossen, mehr nicht. Jetzt sind hier vielleicht ein paar Minen? Nee. Wäre ja auch ein bisschen dumm, bei einem Präsidentenpalast Minen aufzubauen, falls der Präsident mal selber reinfallen sollte. Eine Mine oder so. Haben sie die Arschkarte gezogen. Wir werden sie finden. Ja, sagt ja auch mal was anderes, außer das gleiche. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ich glaube, jetzt hören sie auf. Er kann nicht weit weg sein. Ja. Ach, die alte Musik ist wieder da. Fällt mir gerade so ein. Die Musik aus dem ersten Level. Oder nee, aus dem zweiten Level war's. Natürlich erwischen sie mich sofort, nachdem ich hier nach oben gehe. Ich kann mich jetzt nicht ans Rohr hängen, weil der Sam so behindert ist. Vielleicht hatte das mit dieser Nicolazze-Sache zu tun. Nein, hatte es nicht. Wo ist er nur hin? Also sehen dürften sie mich eigentlich nicht, ne? War bestimmt doch nicht. Nein, da war nix. Und jetzt geh wieder zurück auf deine Posten. Und schicke deine Töllen zurück. Bevor ich hier sauer werde. Okay, ich probier's nochmal. Lag ist wieder hier. Das ist ja mal wieder schön. Okay, wisst ihr was? Wir kommen ganz gut voran. Also jetzt
starte ich einfach mal mein PC neu und dann geht der Scheiß hoffentlich. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Und jetzt muss es hoffentlich fließend laufen. Oh Gott. Ich glaube, die Tür schnappe ich mir. Wobei, da ist noch ein zweiter Sniper. Stimmt ja. Nicht wahr? Ich probier's mal. Er hat Witterung aufgenommen. Ach, Leck ist wieder da. Lol, der hat's gar nicht gemerkt. Okay, schnell wieder runter. Das macht keinen Sinn. Nein, ein toter Hund macht echt keinen Sinn. Ey, jetzt geh runter von der Leiche, Mensch. Das ist kein Respekt vor Toten, ich schwör. Du solltest dich schämen. Die sterben. Nee, warte, das werde ich gleich machen. Dann werde ich auf deine Leiche trampeln. Die Frage ist jetzt, wo ist der zweite Sniper? Hier muss noch einer sein. Er hat eine Fährte. Was ist los? Was hast du gesagt? Wo ist er nur hin? Ich bin hier. Sitz, mach Sitz. Oh, mach nichts, Sitz. Mach nichts, guter Junge. Ein ganz lieber Junge. Ein ganz braver Junge. Okay. Wo geht's jetzt hin? Ich warte jetzt einfach mal, bis sie mich wieder verloren haben. Nun, wir müssen wohl woanders suchen. Yep. Was hast du da für eine Waffe? Ich will auch so eine. Wo hast du die her? Ich will auch eine. Wo kann ich die kaufen? Hm, beim Aldi vielleicht? Okay, schieß mir mal Rex. Oh Gott, schnell wieder runter. Schnell wieder runter. Bewegung. Okay. Puh, wir haben keinen Damage bekommen. Oh Gott, ich glaube, ich gehe noch ein bisschen weiter runter. Was ist denn? Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Nein. Später. Oh wir Gott. Werden Sie finden. Ja. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ja, verschwende durch deine Munition, genau. Wir werden Sie finden. Ja. Deine Hunde sind tot. Ich glaube, du sollst sie zum Tierarzt bringen. Nee, warte, sie sind ja schon tot. Ah, lustig. Jetzt geht er weg. Geh weg, Genosse. Gehen Sie weg, Genosse. Gut. Oh Gott. Er ist noch in der Nähe. Glaubst du? Oh Gott. Lalalalala, ich gehe mal wieder, ne? Wir werden Sie finden. Ja. Ihr habt einfach nur ein schwaches Kreislaufsystem. Deswegen durch die alle zusammen. Vorsicht! Ach. Ja, wie soll ich euch jetzt unterhalten? Oh Mann. Ja, aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, kommen wie man die am besten alle ausschalten kann. Einfach immer einen krallen und dann wieder aufs Rohr geben. Weil Face mir erklären würde, vielleicht zuerst die Hunde ausschalten. Das ist auch wahrscheinlich noch eine gute Option. Weil die Hunde, die riechen die Fährte besser als die Wachen. Wo ist der nur hin? Ach, schade, dass das nicht Kaios Theorie ist, dann könnte ich den einfach den Abgrund unterstoßen. Oh Gott! Ich hab was erklärt, ja, dürfte mich nicht so erschrecken, ja? Habt ihr gehört? Ich hab leider keine Hand frei, später vielleicht. Wir werden Sie finden. Wieso ist Ostern? Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ich hab doch gerade gesagt, ich hab keine Hand frei. Soll ich wir jetzt machen? Sie finden. Ja. Also auch mal auf. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Euer Präsident rastet ja noch aus, wenn ihr ständig da rumschießt. Wir werden Sie finden. Könnt ihr jetzt damit aufhören? Er kann nicht weit weg sein. Ihr stört doch die Leute da in der Stadt mit eurem Geschieße. Er ist noch in der Nähe. In dieser nicht vorhandenen Stadt. Er kann nicht weit weg sein. So. Ich probier's nochmal. Wo ist er nur hin? Er ist weg. Ja, er ist weg. Ja. Du bist jetzt auch weg. Hä? Alarm? Wie Alarm? Ist hier irgendwo eine Kamera oder was? Na, ah, kein Alarm bitte. Ich mag keine Alarme. Was hast du denn da in deiner Tasche? Eine Notiz und ein Speicherstick.
Der Code für den Garten, für das Gartentor lautet 2126. Hier ist der Hund. Ach ja, ich wollte noch auf deine Leiche trampeln. Na, wie gefällt dir das? Rache für den Hund, den ich erschossen habe. Ah, der hat auch eine Tasche. Alle haben sie Taschen dabei. So, ist hier noch was? Ich glaube, die sollte ich besser verstecken. Für später, falls irgendwie Alarmstufen oder sowas von Bedeutung sind. Schade, dass ich nicht die nicht runterschmeißen kann in den Abgrund. Das wäre zu schön. Das wäre Leichenbestattung pur. Naja, aber fürs Erste müssen wir es einfach mal hier verstecken. So, die Hundeleichen, die können wir nicht verschieben. Was ist das? Hä? Was ist das? Sieht aus wie eine Tasche, aber ich kann sie nicht aufheben. Achso, das ist seine Mütze. Na toll. Kann ich die mitnehmen? Ich will auch so eine Mütze. Alle lassen sie ihre Mützen liegen. Unglaublich. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja irgendwo eine Alarmanlage oder was? Ne, eine Kamera. Ich hab doch gesagt, ihr wächst den Präsidenten auf. Seht ihr, jetzt hab ich die Scheiße wegen euch am Hals. Hä? Das Opset zeigt an, hier ist es extrem hell, aber hier ist es doch gar nicht hell, oder? Hier ist es überall hell. Ist es irgendwie verbuggt oder so? Egal. So, du kommst auch noch mit. Hä? Hier ist es dunkler als da drüben. Ist klar. Seht ihr? Hier ist es dunkler als da drüben. Ist klar. Und das Spiel ist überhaupt nicht buggy. Oder diese Mission, sag ich mal. So. Dann gehen wir mal weiter. Hallo Mützi. So, ich glaube, hier schaue ich mal das Gebiet nach Minen ab. Okay. Hier sieht man die Wände. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Hä? Na, oder sieht man da die Modelle von diesen Blockierwänden da? Weil, ja, beim Editieren, also beim Machen dieses Spiels, obwohl musste ja noch eingefügt werden, dass man nicht einfach durch Wände gehen kann. Vielleicht ist es ja das da. Diese Dinger da. Und man sieht sie jetzt durch einen Bug oder so, keine Ahnung. Ist nur meine Vermutung. So, ich bleib trotzdem noch vorsichtig. Kann ja sein, dass hier noch ein paar Leute sind. Das ist da drüben. Oh Gott, Moment, Nachtsicht. So, jetzt seht ihr wieder was. Ist hier was? Hallo? Macht sich mal aus. Hier ist nichts, oder? Nee. Gehen wir mal da weiter. Oh, mir geht's nicht weiter. Na gut. Dann muss es hier wahrscheinlich weitergehen. Da drüben, ein Dringling auf dem Weg. Kommen Sie mit erhobenen Händen. Da drüben, na ist klar. Mach die Tür auf. Kannst du nicht die Tür aufmachen? Oh, ist der kleine Russe gefangen. So, ist hier irgendwo ein Kollege von dir noch da oder so? Hallo? Ist hier noch jemand da? Ich schieß mal auf das Schloss. Scheiße. 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 Unlogisch. Billig Spiel. Ah, hier geht's weiter. Okay. Gehen wir mal da lang. Vielleicht, ja. Ach, jetzt sind wir hinter dem Zaun, okay. Hier geht's nicht weiter. Wo geht's dann weiter? Hier vielleicht irgendwie durchs Fenster oder so? Hier vielleicht? Ah ja, geht das? Nee. Merkwürdig. Wo geht's dann weiter? So, ich habe mal kurz Pause gemacht. Wo geht's jetzt weiter? Gott. Also beim ersten Mal hatte ich auch Probleme mit dem Weiterkommen, da wusste ich auch nicht, wie es geht. Musste auch YouTube nachschauen. Hier vielleicht? Hier vielleicht, hallo? Ein Brunnen. Vielleicht sind wir hier ein paar Centstückchen. Mal schauen. Nee, hier ist nichts. Schade. Die Russen sind aber, das sind keine Russen, das sind Georgier. Ich sag dauernd, das sind Russen, dabei sind es Georgier. Das sind zwei unterschiedliche Völker. So, wie heißt der Code nochmal? 2126. Ist das irgendeine Jahreszahl oder so? Naja. Okay.
Okay, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig wieder sein. Aber nur ein bisschen, ne? So, was haben wir denn da? Hier ist nichts. Geht's hier weiter? Irgendwie da hoch oder so? Ne, auch nicht. Hier geht's auch nicht durch, oder? Den Vordereingang kann man nicht verwenden. Das wäre auch zu leicht, glaube ich, ne? Hier war dieser Typ da, der durchs Tor geschossen hat. Ich vermute mal, hier geht's weiter. Die Frage ist, wo geht's hier weiter? Ich glaube, hier durch dieses Rohr hier. Hä? Können wir es nicht einfach aufschießen? Beschaffen Sie sich die Archeakte. Eine Archeakte. Hier, da, vielleicht so. Ja, könnte vielleicht hingehen. Irgendwie so sich hinhangen. Nee, ich glaube nicht. Moment, ich probiere es nochmal. Vielleicht geht's ja dann. Ah, nee, es geht nicht. Schade. Das war jetzt ein deutlicher Beweis, dass es nicht geht. So, nein, auch nicht. Hier vielleicht auch? Nee. Also wenn ich nicht weiter weiß, dann schaue ich YouTube nach, ne? Hier geht's auch nicht weiter. Zurück geht's auch nicht, das kann ich mir auch kaum vorstellen. Wie ist die Lage? Ich würde es gerne die Leute fragen, aber sie sind ja schon alle tot. Ach, hier geht's weiter. Okay. Das ist aber ein gutes Versteck. Ih, Spinnenweben, eklig. Ich habe Angst vor Spinnen. Okay, jetzt sind wir in einem Keller. Und ein Medikit. Genau das Richtige jetzt sagt für unsere Lage. Wie ist die Lage? Die Lage ist Medikit. Ja. So, jetzt. Okay, jetzt mache ich wieder einen normalen Safe, damit wir das Ganze nicht mehr machen müssen. 10, 1 nenne ich es mal. 101. 101 Dalmatiner, was ist das? Einweg Dietrich. Ja, warum nicht? Kann man immer gebrauchen. Was haben wir denn? Oh, kann man nicht immer gebrauchen, weil wir bereits einen richtigen Dietrich haben. Nur sowas aber auch. Naja, vielleicht verlieren wir den normalen Dietrich oder er geht kaputt. Mal gucken. Okay. Sieht der... Hä? Achso, ist nur eine Heizung. Okay. Hätte ja eine Mine sein können, aber es ist nur eine Heizung. Ist ja auch wieder ein Medikit. Ah ja, sehr schön. Du kommst mit. So. Was ist das für ein Schalter? Oh Gott, den sollte man besser aushalten. Auslatzen meine ich. Was ist das? Sieht irgendwie aus wie so eine, wie so ein Museum. Wo hier jetzt so Laserdinge. Ja genau, solche Dinge meine ich, genau. Ich gehe mal davon aus, wir dürfen sie nicht berühren, weil sonst haben wir die Arschkarte gezogen. Beziehungsweise der Sam. So, ich glaube, ich lasse es hier so mal an. Damit wir die Laserdinge hier sehen können. Hier vielleicht? Geht's hier weiter? Nein, 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 nicht öffnen! Oh! Erstmal das hier. Das muss mir angewöhnen für den Rest des... Nein, nicht das. Oh Gott. Da kommen welche. Da ist gerade das Licht angegangen. Mach das Licht wieder aus. Mach das Licht wieder an. Nein, mach's aus. Ach, scheiße. Das sind Wachmänner. Wir wachen wahrscheinlich diesen Ort hier und beziehen Position. Scheiße, wenn ich da hingehe, sehen sie mich. Ich kann die Tür nicht öffnen von hier aus. Oh Gott. Sie kommen. Okay, okay. Ich probiere es mal. Und nutze meine... Moment, Moment. Tut mir leid, mein Kumpel. Na, Kumpel ist es nicht. So, du musst leider entsorgt werden. Entsorgt, so in die Mülltonne der Leiche entsorgen. So dass noch die Beine raushängen. Oh Mann.
So, ich glaube, hier ist es ein guter Punkt für dich, ne? Hier auf dem weichen Teppich. Da ist irgendwas. Alter, der hat hier eine Kugel direkt neben seinem Ohr bekommen und der hört's nicht. Naja, aber ich glaube, seine Leiche ist schon gut positioniert. Ne? Danke. So, ist hier noch irgendjemand? Ja, ich habe noch einen dritten gesehen. Wo ist der? Hallo? Hallo? Ach, jemand da? Hallo? Das Licht kommt von hier oben, von diesen Kuppeln, sag ich mal. Naja, ich gehe jetzt mal weiter. Wir haben ja nicht unendlich Zeit, ich habe eine beschränkte Aufnahmezeit. Also erstmal hier, was ist dahinter? Hier ist nichts, okay, dann öffnen wir mal das Ganze. Zack. Ist hier jemand noch? Weh, ich werde hier jetzt beim Dietrich-Knacken entdeckt, dann raste ich aus. Ich meine beim Schloss-Knacken. Dietrich kann man ja nicht knacken. Okay, ist hier nichts? Nee. Ich muss mich mal kurz wärmen. Moment. Okay. Könnten wir eigentlich als Ablenkungsmanöver finden. Falls die uns entdeckt, könnten wir auf die Heizung schießen und sie dann herlocken irgendwie. Ein Dietrich schon wieder. Aber wir haben doch schon einen normalen Dietrich. Irgendwie sinnlos, naja. Falls ihr irgendwie eine genaue... falls ihr das genau wisst mit diesen Dietrichen... könnt ihr ja einen Kommentar schreiben, warum es hier noch einen Weg Dietrich gibt, obwohl wir hier schon einen normalen Dietrich haben. Hier ist noch eine Tür. Hier ist nichts. Gehen wir mal da lang. Erstmal flexible Optik. Ich gehe jetzt hier kein einziges Mal mehr durch die Tür, ohne zu schauen, was sich dahinter befindet. Gut, diese Tür haben sie offen gelassen. Und die, war ja heller leuchtet. Scheiße. Na komm her. Mach doch nicht so einen Lärm. Ach, du hast deine Mütze verloren. Warum verliert er immer eure Mützen? Jetzt muss ich den wieder verstecken. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Da ist noch jemand? Wo? Ah! Es schreckt mich doch nicht so. Da hinten, oh Mensch. Ja, bloß, der war noch im Raum. Hallo, wo bist du? Er scheint nicht hier zu sein. Er schaut sich wohl gerade ein Fußballspiel an. Georgien gegen Deutschland. Ach Mensch, kann ich den jetzt nicht so irgendwie... Na, so ungefähr. Ich glaube, ich habe was gehört. Na toll. Dass auf einmal sein Kollege dann alarmiert wird. Sehr merkwürdig das Ganze. Na komm her. Nein, falsche Waffe. Nein, falsche Waffe. Jetzt. Ich habe hier einen Toten. Das hier. Ganz. Okay. Wir haben es irgendwie geschafft, jetzt zu überleben. wenn auch nur knapp. So, du fragst immer hierhin, ne, mein Kollege. Deine Mütze, die lassen immer ihre Mützen liegen, unglaublich. Hä? Ah. Ich bin hier in ein Ding reingelatscht. Tüdüt. 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 Ja, ja, schon gut. So, was befindet sich hinter dieser Tür? Das sind keine Palastwachen. Das sind Spezialeinheiten. Georgische Elitetruppen. Vermutlich Kristavis Leute. Das macht die Sache nicht einfach. Ha. Ändert das meine Ziele? Nein. Such die Verhörprotokolle. Kristavis Männer werden nicht viel freundlicher zu dir sein als die von Nicolaze. Der Einsatz von Gewalt ist hiermit genehmigt. Yay. Sind das die Leute? Darf ich denen mal kurz Hallo sagen? Hallo! Kommt her! Ich bin hier! Genau da! Hallo! Ihr stinkt! Hm. Ach, das sind die Typen. Hallo! Wer bist du? Was macht ihr hier?
Du stinkst! Geh weg! Ich mein's ernst! Ja, geh weg! Ist das Beste für dich? Scheiße, ich komme hier nicht vorbei. Oder? Vielleicht doch. So vielleicht? Nee. Vielleicht soll ich zuerst... Nee, komm, das... Warum springst du jetzt nicht darüber? Sam? Du springst jetzt darüber, ja? Sonst erlebt der schöne Kevin hier mal einen schönen Ausraster. Bewegungen. Was ist das? Ach was, das ist nix. Das ist deine Schuld. Ich glaube, ich liefere mir jetzt ein Feuergefecht. Das ist hier schließlich ein Ego-Shooter. Ich will hier auch noch ein bisschen Action reinbringen. Also. Okay. Ego-Shooter durchgespielt. Und stillhalten, stillhalten, stillhalten. Hallo, stillhalten? Du hältst jetzt still, ja? Stopp, halt, stopp! Gut, auf Andreas hörte. Wir werden sie finden. Hä? Vorsicht! Ja. Bewegung. Knallt euch selber ab. Hä? Ihr sollt euch jetzt selber abknallen. Vorsicht! Das stimmt doch! Na los, kommt's her! Oh, Headshot! Oh, Headshot! Fuck! Okay, ich versuch's doch erstmal die Lichter irgendwie auszuknipsen oder vielleicht mit einem Ablenkungssystem. Ich glaube, das ist das Beste. Sind das Schritte? So, jetzt geht's dorthin! Geht's dorthin! Nein! Ah, das wäre aber geil, wenn es funktioniert hätte. Das wäre so geil gewesen. Naja. Gut, dann schalte ich ihn mal mit dem Ablenkungssystem aus und schieße ihn in seine Face. Halt, stopp! Andreas spricht mit dir. Was? So, du wirst jetzt vergast. Oh Gott. Na toll, das hat ja total was gebracht. Schönen Dank auch, du dummes. Okay, nochmal. Ach verdammt! Warum geht das jetzt nicht? Achso, wahrscheinlich kann ich nicht zielen mehr. Geht wahrscheinlich nicht, während ich Visier hab. Hier! Vergas! Ach verdammt, ich vergaß! Das Gas ist ja tödlich. Oh Mann. Ich glaube, ich sollte es mit diesen Nazi-Sprüchen mal lassen. Sonst habe ich ein riesiges Problem. Ich glaube, ich probiere es mit Licht ausknipsen. Sind das Schritte? Lalalalala. Ich schieße gerne Lichter aus. Wer ist da? Ich bin der Lichtausknipser. Ich knipse dir das Licht aus. Ach, da unten sind noch welche. Ah, ich meine Lichter, nicht Typen. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Wo bleibt die Nummer 3? Ich bin noch nicht jetzt alle nach Nummern, weil ich so ein böser Mensch bin. Oh Gott, 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 oh Gott. Ach verdammt, ich muss da und so machen. Ich find's echt scheiße, dass der Sam jetzt nicht darüber kommt. Ich unterbreche euer Gespräch. Ich greife den Feind an. Ja, tu das. Hä? Wo? Du! Aus dem Weg. Ich bin ein Held. Man schießt nicht auf Helden. Ich komme hier nicht vorbei. Ich glaube, mit dem Licht austipsen war ich gar nicht mal so falsch. Ich darf halt bloß nicht nach vorne gehen dann. Verdammt, verdammt. So. Ich glaube, ihr seid ziemlich am Arsch. Turn off the lights. Ja, kommt hierher.
Kommt her, ich beiße nicht, ich töte nur. So wie den hier, verdammt. Den kann ich nicht, oder? Vielleicht geht's ja. Verdammt, jetzt fängt's zum Lecken an. Ein bisschen. Oder? Nee, doch nicht. War wohl nur meine Leckeinbildung. So, ich glaube, jetzt komme ich da vorbei. Oh, verdammt, ich komme da nicht vorbei. Oder? Vielleicht doch. Max Payne Style, so Zeitlupe. Nein! Nein! Hallo? Aus dem Weg! Okay. Ich hab dir den Weg frei gemacht. Ach Mensch, wir kommen hier nicht vorbei. Das ist ja peinlich. Ich glaube, da wird geschossen. Nein, da wird nicht geschossen. Das sind nur die Lichter. Diese Billiglichter vom Aldi. Seht ihr? Feind auf dem Palastgelände. Ja, kommen ist Sie klar. Was habt ihr davon, wenn ihr Lichter vom Aldi kauft? Jetzt rastet ihr aus. Bewegung. Ihr solltet auf Aldi schießen, nicht auf mich. Wenn ihr solche Billiglichter kauft. Ja, ist doch wahr. Jetzt schießt er auf unschuldige Zivilisten, die einfach mal eine Erkundungstour durch den Palast machen wollen. Okay, einmal probiere ich es noch, ansonsten. Ansonsten muss ich mir das einfallen lassen. Ich glaube, ich habe was gehört. So. Wer kommt jetzt zu mir? Okay. Nein! Ich wollte mir den krallen, aber oh Gott, leck mich, ich gehe jetzt. Tschüss. Ich sagte tschüss. Mann, Scheiße. Ich höre Schüsse. La 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 la. Alter Lichter gehen kaputt. Da 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 da. Verdammt. Ich werde beschossen. Ja, ist klar. Ich glaube, da wird geschossen. Nein, da wird nicht geschossen. Eure Lichter gehen kaputt. Hab ich doch schon mal gesagt. Ich werde beschossen. Aus dem Weg. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Dir kann nichts passieren. Es sind nur 1000 Feinde hier. Mehr nicht. So. Sie können sich nicht verstecken. Das war Nummer 1. Wo bleibt Nummer 2? Das war Nummer 2. Nachladen. Nummer 3 schießt gerade auf mich. Und killt mich. Toll. Ey, der da hinten zieht viel zu viel ab. Ich muss die ausschalten, die so weit weg sind. Das Problem ist... Meine Präzision ist total scheiße. Hab dich. Hab deine Mütze runtergeschossen. Das war wohl eine Stahlmütze. Die hat dir dein Leben geschützt. Oder dir das Leben gerettet. Verdammter Wichser. Na komm her. Was? Ich werde beschossen. Nicht schon wieder. Tschüss. Halt still. Du. Bewegung. Das. So. Komm her. Aus dem Weg. Wo? Da. Das. Boah. Echt ätzend gerade. Und wie ätzend. Das kann ich euch sagen. Alter, wie schwer das auch ist. Beim ersten Mal hatte ich nicht so Probleme. Feind, er hat einen Stahlhelm. Scheiße. Zum wievielten Mal sind wir hier jetzt gestorben an dieser Stelle? Vorsicht. Ich glaube, die Hälfte des Parts sind wir hier an dieser Stelle. Kann es sein? Aus dem Weg. So. Vorsicht. Okay. Okay. Ich gehe. Oder? Komm. Ich probier's mal nochmal mit Licht ausknipsen. Und lass mir mal ein bisschen Zeit. Nicht mehr so durchraschen. Jetzt lasse ich mir ein bisschen Zeit, dann schaffe ich es schon.
ein bisschen Taktik ist hier gefragt. An dieser Stelle, dann schafft man das auch. So, mal muss ich das jetzt zeigen, speichere jetzt mal. Vielleicht war es nur ein Schatten. Genau. So, dann guck mal das hier aus. Ich höre Schüsse. Dam, dam. Das sind eure Billiglichter. Keine Schüsse. Die Schüsse kommen gleich. Vielleicht war da gar nichts. Nein, da war nichts. Ich greife den Feind an. Ich weiß nicht, war es jetzt richtig, auf den zu schießen? Wahrscheinlich war es total falsch und ich komme jetzt wieder hier nach oben und knall mich ab. Wo sind die denn? Ach, die warten da hinten. Hallo! Na, geht's euch gut? Hallo! Verdammt! Oh Gott, genau sowas habe ich befürchtet. So. Vorsicht! Mir gehen langsam die Schüsse aus. Hab ich den? Nein. Ja doch, ich habe ihn zwar erwischt, aber nicht gekillt. Da. Wir werden sie finden. Ach, nur noch einer. Lonely. You're so lonely. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. I will kill you. Okay. Geschafft. War ja gar nicht so schwer. Oh Gott, wir sind erst beim ersten Abschnitt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dieser Part wird echt sehr lange. Na, wo geht's denn jetzt lang? Wahrscheinlich müssten wir das Ganze jetzt gar nicht machen. Und ich habe den ganzen Scheiß jetzt umsonst gemacht. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Weil ich habe das Gefühl, mir geht langsam der Speicherplatz aus. Ich habe 100 Giga, nee, 200 Gigabyte ungefähr Speicherplatz frei. Aber Fraps zieht ja auch einiges an Leistung. So, ich glaube hier nach oben. Jetzt leckt es auch ein bisschen wieder. Das kann vielleicht daran liegen, dass mir langsam der Speicher ausgeht. Ein Toter, es ist einer von unseren Leuten. Oh mein Gott. Voll schlimm. 70021 700. Das reicht. Beim nächsten Alarm breche ich die Mission ab. 21? Was? Ach, warum? Nee, es ist meine Lust im Keller. Ich habe doch extra darauf geachtet, dass die nicht erwischt werden, die Leichen. Toll. Ich darf nicht so viele Leute umbringen. Wisst ihr was? Es kill ich gar keine Leute mehr. Verdammt, ich sollte jetzt darauf achten, die Leichen zu verstecken. Und ich glaube, ich mache mal hier an dieser Stelle mal eine Aufnahmepause, um zu schauen, wie viel Speicherplatz ich noch habe. Und dann mache ich später weiter, konvertiere das Ganze dann noch. Und dann können wir weiter produzieren am Stück. Und das Let's Play hoffentlich abschließen. Weil wir sind hier gerade erst am ersten Abschnitt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Dieses Level hat wahrscheinlich 3 Abschnitte und wir haben noch nicht einmal den ersten erledigt. Also, das könnte noch lustig werden, das kann ich euch sagen. Okay, hier, ich glaube, die sieht man hier auch nicht, die Leichen, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Okay, ich glaube, da mache ich hier mal eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, ich bin wieder hier und weiter geht's. Lalalalalala. Mir ist vorhin das Spiel abgestürzt, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass es jetzt nochmal abstürzt. Guten Tag. Hallo? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Wie gesagt, wir dürfen nicht mehr erwischt werden. Hier runter. Aha, was haben wir denn da? Ein Medikit. Ich dachte, hier geht's weiter. Schade. Oh, Medikit, genau sowas haben wir jetzt gebraucht. So. Oh Gott. Schnell wieder runter. Puh.
Hallöchen, ich habe drei Augen. Lalalala. Ich vergesse, dass wir vorsichtig sein müssen. Euer Licht ist defekt, ruft einen Elektriker. Irgendwie sage ich diesen Spruch schon zum tausendsten Mal. Naja. Kommt runter. Kommen Sie her, komm her, na los. Verdammt, wir haben noch wenig Munition, aber ist mir egal. Da ist auch noch ein Licht, seht ihr das? Ah, Stromausfall. Geht weg. Was sollen wir machen? Oh oh, das ist nicht gut. Ich scheine hatte das mit dieser Nicolazze-Sache zu tun. Glaubst du? Oh nein, das sind vier Stück. Da war doch was. Ich habe eine Idee. Haben wir denn... Nein, ich dachte, wir haben eine Hilti-Granate. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Verdammt, wir sind so ziemlich am Arsch, wenn die jetzt runterkommen. Kommt runter. Ich meine, kommt nicht runter. Kommt runter. Geht weg. Gut. Vielleicht kann ich die irgendwie ablenken. Funktioniert es? Ich mache mal ein Safe und probiere es. Schüsse! Ich sehe mir das genauer an. Na toll. Das hat ja total was gebracht. Ich glaube, den Scheiß ist am besten. Nochmal! Oh Mann. Oh Gott. Wie komme ich an diesen Spaten vorbei? Nein, er war nichts. Es ist nur eure Fantasie. Scheiße, da sind vier Wachmänner. Wie komme ich an denen vorbei? Ich glaube. Nein! Ah, toll. Okay, nochmal. Ich will die gar nicht ausschalten. Ich habe das Gefühl, ich musste. Ich kann es nicht riskieren, dass noch ein Ding gefunden wird. Ich probiere es einfach. Jetzt spiele ich voll auf Stealth, Leute. So, jetzt erlebt ihr den stealthigen Kevin. Ich hab was gehört. Eure Lichter gehen alle kaputt. Nach und nach. So. Jetzt seht ihr den Stealth Kevin hier. Oder nee, ich habe ja meinen Kanalnamen geändert. Den Stealth Janka. So, ich glaube, jetzt könnte man es riskieren. Hier ist es jetzt dunkel genug. Verdammt, bei diesen... Ich glaube, ich habe was gehört. Bei diesen Gängen ist es noch hell. Scheiße. 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 Scheiße, wir sind umzingelt. Wir sind umzingelt. Oh, was von umzingelt. Single. Wir sind umzingelt. Single. Wir sind umzingelt. Geh weg, du Flasche. Ach, ich trau mich gar nicht. Oh Gott. So weit, so gut. Oh nein, da kommen welche. Kacke, die patrouillieren. Nein! Scheiße. Die patrouillieren hier ganz gut, oh meine Fresse. Lalalalala, ne Kamera. Öffne diese Tür und mach ganz schnell. Nein! Amerikaner! Toll. Aber wir haben es so schön gemacht. Ach Mensch, es hätte ein Achievement geben sollen. Das war doch mal Stairs, wie man sich's vorstellt. Na los, dreh dich um! Dreh dich um! Ich sagte! Ich habe das Gefühl, ich reg mich jetzt langsam wieder zu viel auf. Kann es sein? Nee, ich bilde mir das nur ein. Nein, ich reg mich hier doch nicht auf. Lal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 a. Oh mein Gott. Ich glaube, da wird geschossen. Nein, der wird nicht geschossen.
du alles einbildest. Das ist ja, du hast ja richtige Paranoia. Hast du so viel Slender gespielt und hast jetzt so viel Paranoia oder was? Jetzt kommen die weg. Geht weg, Leute. Geht weg, bevor... Geht weg, bevor ich aggressiv werde. Alter, wie läuft hier? Habt ihr irgendwas im Rücken, dass ihr so, ja, dass ihr so laufen müsst. Seht ihr das? Wie der läuft? Als hättet ihr irgendwas auf dem Rücken. Vielleicht war es nur ein Schatten. Genau, es war nur ein Schatten. Kommen wir jetzt vorbei? Also dunkel scheint es zu sein. La 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 la. Geht weg. Oh oh, oh oh. Oh Gott. Psst. Dreh dich um. Du drehst dich jetzt um, ja? Oh mein Gott. Ah, zu blöd, den zu packen, was, Sam? Ach, Sam. La 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 la. Scheiße. Jetzt fange ich zum Singen an. Aus einem Grund, den ich nicht erklären kann. Gut, dann nehme ich mir andere Hilfsmittel. Verdammt! Oh nein, jetzt sehen sie den Körper. Schnell verstecken! Oh Gott! Hey! Hey Sie! Schauen Sie mal, was ich gefunden habe, Ihren Kollegen. Naja. Wer ist da? Nein! Sam, kannst du nicht leiser die Leiche verstecken? Mach nicht so einen Lärm, Mensch! So, ich glaube, hier ist der perfekte Punkt für die Leiche. Hier findest du keiner. Hier ist es pechschwarz. Ihr seht überhaupt nichts. Vielleicht hatte das mit dieser Nicolazze-Sache zu tun. Vielleicht hatte das mit deiner Nicolazze-Sache zu tun. Ja, ja. Oh Gott. Kommt ihr jetzt runter, oder was? Weg. Vielleicht war da gar nichts. Nein, da war auch nichts. Da ist der Verdammt! Ah! Oh, ich dachte schon, jetzt wäre es um mich geschehen. Puh. Naja, ich wollte es eigentlich mit Stealth machen, aber nein, Mai. Ja, Mai. Ich schaff's mir nicht. Ich schaff's einfach nicht mit Stealth. Die sind so schlau. Naja, eigentlich ist hier eh schon dunkel genug, aber wenn eine Leiche gefunden wird, haben wir verloren. Und zwar hundertprozentig. Da geht kein Weg vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt die Leichen gut verstecken. Was heißt hier gut? Sehr gut. So, mach mal schön ein Nickerchen, ne? So, oh Gott, ich muss auf die Kamera aufpassen. Hier ist doch eine Kamera, oder? Nee, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Oh Mann. Habe ich den jetzt umsonst abgeknallt? Toll. Ich habe den umsonst abgeknallt. Dann, 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 dann. Umsonst abgeknallt. Dann, 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 dann. Verpiss dich jetzt da. Ich will jetzt das Spiel fertig spielen und irgendjemand wird mich aufhalten. Bis auf einen Leck, der vielleicht kommen könnte. Okay. Ich singe Scheiß, ich weiß. So, ich höre jetzt auch damit auf. Hier scheint noch irgendeiner zu sein. Dass die immer ihre Mützen verlieren? Ich glaube, die müssen sie irgendwie festkleben mit Kreppband. Mit Kreppband, ja. Mit Kreppband. So, ich bleib hier lieber unten. Sicher ist sicher. Hier ist eine Kamera. Hier ist nichts. Hier ist eine Tür. Führt die irgendwo hin? Yep, ja, aber zuvor schaue ich noch nach, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brechen in ein Museum ein. So kommt mir das irgendwie vor. Naja. Jetzt, Sam, du benutzt jetzt den Dietrich, ja? Benutzt den Dietrich, verdammt, nochmal. Hey, Sam, mach mich nicht grantig, du verwendest Schlossfremd. Achso, okay. Tut mir leid. Oh, das war knapp. Ich glaube, die kill ich besser. Oh Mann, die ist unverwundbar.
Lalalala. Oh nein. Reich um. Gut. So. Ich knacke zuerst die Optik. Diese hier. Die Optik, die flexibel ist. Eine flexible Optik. Optik. Ich muss zum Optiker. Jetzt aber mach dies Schloss auf. Verdammt noch mal. Warum haben alle Schlösser 5 Dinger oder 6? Okay. Oh nein. Auf sowas stehe ich echt nicht, Leute. Auf sowas. Oh Gott, was sollen die Scheiße? Spieleentwickler. Ich meine Ubisoft. Auf sowas stehe ich gar nicht. Und jetzt fängst zum Lecken an. Lalalalalala. War bestimmt doch nicht. Nein, der war nix. Oh. Scheiße. Wir sind am Arsch. Oder vielleicht nicht? Die Leiche steht total ungünstig. Und wir können sie nicht entfernen. Scheiße. Aber trotzdem speichere ich einfach mal. Auf eigenes Risiko. Nemo! Oh, Nemo! Dein Aquarium läuft aus. Soll ich dir helfen? Nemo! Ich rette dich! Und so ertrank Nemo. Nee, das ist Dory. Hallo Dory. Wie geht's Nemo? Nee, geht's dir gut? Geht's Nemo gut? Tschüss, verdammt, ich rette dich, Dory! Verdammt! Dieser Leck, der macht aber auch unseren größten Spaß zunichte. Das macht mich ganz traurig. Ach, jetzt sechs immer. Wie schön. Hoffentlich bleibt's auch so. Wir müssen erst da drüber springen, über den Laser und jetzt 2 FPS. Gott! Vorhin habe ich doch was erwähnt wegen den größter Feind und so, ne? Unser größter Feind in diesem Display sind nicht die Feinde, sondern der gute alte Leck. Ich würde sagen, wir vergessen das Ganze mal und lesen ein paar Nachrichten. Wir haben ja so viele Speichersticks. Warum sollten wir nicht ein paar davon lesen? Wenn es schon so schön leckt, ne? Okay. Von Givi Obrinski an David Tanahi, Varlam Kristavi. Gesendet 11.11.2004. 14.34 Uhr, betreff Bericht E. Mr. Tanahi, dies ist der 5. geheimdienstliche Bericht aus Präsident Kristavis Büro. Ich hoffe, dass die aktualisierten Verschlüsselungsprotokolle ihre Standards entsprechen und dass die Geheiminformationen selbst ihren Erwartungen erfüllen. Einige Anmerkungen. Nikolatze wird sich am 7. oder 18. November in Georgien aufhalten, möglicherweise in Tiflis. Nikolatze finanziert seine Flucht mit Einnahmen aus dem Heroinhandel innerhalb bestimmter korrumpierter Reviere der Polizei von Tiflis, insbesondere der Reviere 4 und 12. Über die sogenannte Arche, von der sie sprechen, liegen keinerlei Informationen vor. Kristavi ist der Ansicht, und ich stimme Ihnen hier zu, dass die Arche lediglich ein Gerücht ist. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir unsere Beziehung mit der Agency zu schätzen wissen und begierig sind, ihnen auf jede noch nur erdenkliche Weise zu helfen. Givi Obrinski. So, und jetzt leckt's nicht mehr. Hoffe ich zumindest. Okay, genau jetzt, genau wo ich wieder zurück im Spiel bin, fängt's zum Lecken an. Hoa! Habt ihr das gesehen? Bam! In your face! Was ist das? Hier vielleicht auf diesem Laptop, vielleicht sind da ein paar nützliche Infos gespeichert. Ja, genau, das ist ein Quest-Laptop. Mann, wie ich das hasse. Was habt ihr? Verhöre, Folter und... Oh mein Gott. Was? Die Arche ist eine SADM. Eine was? Eine Special Atomic Demolition Munition. Eine tragbare Atombombe. Ja, wir melden uns wieder. Und was soll ich jetzt machen? Achso, jetzt klemmt wahrscheinlich dieses Schloss nicht mehr. Nein, wir müssen zurück. Oh nee, jetzt musst du wieder drüber springen. Okay, Sam. Die Arche ist dein Missionsziel. Hol sie dir. Sie ist in einem Keller in der Bibliothek. Der Safe hat ein Retina-Schloss, das auf Nikolaze anspricht. Also werde ich Nikolaze Lebensprobe. Das war einer zu viel. Scheiße, das habe ich komplett vergessen. Okay, nochmal.
Arche ist dein Missionsziel. Hol sie dir. Sie ist in einem Keller in der Bibliothek. Der Safe hat ein Retina-Schloss, das auf Nicolaze anspricht. Also werde ich Nicolaze lebens brauchen, um die Arche zu bekommen. Stimmt genau. Schnell, 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 schnell! Okay, okay, wir haben es geschafft. So gut wie. Verdammte Kamera! Wir rollen, wir rollen, wir rollen. Hoffentlich kommt hier der nächste Abschnitt. Dann sind nämlich die ganzen Leichen weg. Stimmt was nicht? Ist was? Wo kommt der eigentlich her? Darf ich den abknallen oder muss ich den irgendwie mitnehmen? Ich probiere es mal. Stillhalten. Es tut nur ganz schrecklich weh, ne? Entschuldigung, aber du hast mich genervt. Kameras. Paparazzi. Nein! Ich glaube, ich schaue die Lichter besser aus. Zack. Und gut sehen, Sam. Perfekt. Hoffentlich ist es hell genug. Ich meine dunkel genug. Hier vielleicht noch? Nee. Panzersicher. Ich meine kugelsicher. Panzersicher. Stell ich mir vor, so Panzerschießen auf das Teil würde nicht kaputt gehen. Ach komm, zack. Ah, Gott sei Dank, neuer Abschnitt. Oh, safe. Jetzt wurden die ganzen Leichen entfernt. Ich mache mir wieder einen großen Safe. 10, 2. Ah, okay. Hallöchen. Lebst du noch? Nö. Wie spät ist es? Ich sehe das nicht, das ist so verpixelt. Er hat die Fenster offen gelassen. Wir haben die Bibliothek erreicht. Nicolaze ist drin. Achtung an alle. Wir bergen die Arche. Bereitet euch auf Abmarschsport. Cool. Okay. Hier ist wieder ein Kotschloss, wo wir reinkacken müssen. 667 68. 66768. Ein Code mit drei gleichen Ziffern. Ne? Nicht so taktisch klug, würde ich sagen. Okay, was ist denn hinter der Tür? Aha. Gar nichts. Oh Gott, das Level wird langsam richtig gruselig. Ich meine, diese Fenster jagen mir gerade richtig hier Angst ein. Medikits und Munition. Das heißt, ich kann jetzt wieder ein bisschen verschwenderisch sein. Oh Gott, das habe ich gebraucht. Medikit und Muni. Genau sowas braucht man ja. Danke, Ubisoft. Und das meine ich jetzt nicht in Sachen böse, sondern das meine ich ernst jetzt. Danke, Ubisoft, für diese Munition. Und danke, Ubisoft, für diesen Wachmann. Oh je, wir nähern uns langsam dem Spielende entgegen, Leute. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier öfters vorbei, deswegen sollte ich diesen Wachmänner besser ausschalten. Die patrouillieren sehr, sehr orientiert. Ich probier's einfach mal, ich habe ja jetzt gespeichert. Oh, das war ja leicht. Und die Musik wird irgendwie lauter. Wahrscheinlich, weil es hier jetzt leichter ist, zu entdeckt zu werden. So, ich habe ja einen großen Safe gemacht, deswegen habe ich jetzt keine Sorge, dass ich... Da ist noch einer. Das gibt's doch nicht. Schritte. Ach was, keine Schritte. Ich folge auf Schritt und Tritt. Kannst du auch mal weggehen? Ich muss die Tür öffnen. Und wenn da hinten Licht ist, siehst du mich. Da ist jemand. Nein, da ist niemand. Nein, 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 nein. Go away. Go away. Ihr Boss, go away. Jetzt fange ich schon auf Englisch spreche ich an. Jetzt fange ich schon... Ach, da ist ein Aufzug. Wir müssen in den Aufzug rein. Oh, da sind überall. Okay. Das macht die Sache sehr, sehr kompliziert. Vielleicht war da gar nichts. Nein, da war auch nichts. Ich glaube, die schalte ich doch besser aus.
Ich habe keine Ahnung, wie man das mit Stealth komplett machen soll. Anscheinend geht's nicht ohne Stealth. Mit Stealth. Wir müssen ein paar schon ausschalten. Da war doch was? Nein, da war nichts. Und jetzt geh weg, sonst tritt ich dir in den Hintern. Ach komm! Ich probiere es einfach mal. Okay, der hat einen Kopfschutz. Bewegung! Guten Tag! Hab dich! Oh! Ich hab dorthin geschossen, wo kein Mensch hinschießen soll, ne? Ihr wisst Bescheid. Okay. Okay, das erste ist jetzt Leichen verstecken. Ich glaube, da gönne ich mir wieder ein Safe. Ich glaube, hier in dem Eck ist es schön dunkel. Ideal für Emos. Oh Gott, wie viel Leben ich noch habe. Das ist ja mal wieder super. Scheiße, ich kann mit so wenig Leben langsam nicht mehr arbeiten. Irgendwann werde ich mich wegen dieser geringen Lebensanzahl versafestaten, habe ich so das Gefühl. Und wenn das passiert, werde ich wahrscheinlich total angepisst sein und das Spiel nicht mehr weiterspielen wollen. Und dann seht ihr den Part wieder erst am Montag. Und wenn es so ist, dann seht ihr den Part am Montag. Und wenn nicht, dann seht ihr ihn am Sonntag. So, okay. Holen wir uns einfach mal den Aufzug. Also ich würde sagen, jeder Aufzug sollte erstmal kein Licht haben, oder? Ach, verdammt. Okay, vergessen wir das Ganze. Ab nach unten. In den Keller. Erinnert mich jetzt aber wieder an Israel, Jerusalem. Wir haben einen Eindringling. Eine amerikanische Kommandoeinheit. Bringt Nicolas in den Keller, bis wir den erledigt haben. Oh, die meinen uns. Yeah, meine Lieblingsmusik. Scheiße. Wir haben einen Eindringling. Eine amerikanische Kommandoeinheit. Bringt Nicolas in den Keller, bis wir den erledigt haben. Ja, ja, mach es ruhig. Öffne dich schneller. Scheiße. Scheiße, wo sind die Idioten? Ich werde euch alle umbringen. Da hinten. Du hast mich vorhin erledigt. Geben Sie endlich auf! Niemals! Aufpassen! Aufpassen? Hä? Ah, von der Seite, wie feige. Ich habe euch gesagt, mit so wenig Leben kann ich nicht arbeiten. Und genau sowas passiert jetzt. Ich glaube, ich renne hier einfach. Eine amerikanische Kommandoeinheit. Bringt Nicolas in den Keller, bis wir den erledigt haben. Ich renne jetzt einfach weiter. Vielleicht funktioniert es ja. Lasst mich in Ruhe, Wichslappen. Oh. Auch solche Level mag ich nicht. Wir haben einen Eindringling. Eine amerikanische Kommandoeinheit. Bringt Nicolas in den Keller. Splittergranate. Ich glaube, die schmeiße ich dann in die Richtung von denen. Vielleicht klappt's ja. Was haben wir zu verlieren? Was würdet ihr jetzt da tun, wenn das Real Life wäre? Den kill ich noch und... Verdammt, ich kann mit so wenig Leben echt nicht arbeiten. Ich hab's befürchtet. Alles klar. Wir haben einen Eindringling. Eine Kommandoeinheit. Bringt Nicolas in den Keller, bis wir den erledigt haben. Okay, ich muss mich verstecken irgendwie. So, die kommt von der Seite, habe ich gesehen. Halt die Fresse, ich leg dich um. Ach, jetzt kommt er von da hinten. Okay. Nee, von da oben. Ah, okay, okay. Ich muss mich so gut verschanzen, wie es geht. Ich glaube, den Safe State setze ich hier. Oder machen wir gleich hier. Ach, was soll es hier? So. Lasst mich in Ruhe. Ihr nervt mich, ihr seid
schwul. Alter! Das ist ja ein One-Shot. Ja gut, das ist Real Life. In Real stirbt man ja auch mit einem ersten Schuss. Ersten Schuss. Zweideutig. Im Zusammenhang mit Drogen. Ich bleib jetzt einfach hier. Oh nee, 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 nee. Ich geh nach oben. Hallöchen, Leute. Schießt ihr gerne auf Agenten? Nein! Okay, es funktioniert nicht. Na, vielleicht funktioniert es ja doch, wenn ich mich gut hier nach unten... So müsste es eigentlich gehen. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest, dass ich jetzt nicht drauf gehe. Ich bleibe jetzt einfach hier, vielleicht funktioniert es ja dann. Aha. Aufpassen. Naja, letztes Level. Letztes Level. Sowas versteht man unter einem letzten Level. Schwierig und absolut unfair. So, ein Hetner. Safe. Oh, versafe-stated. Habe ich mich versafe-stated? Nein. Oh, ich muss unten. Oh, du hast mich erwischt. Bist du jetzt glücklich? Verdammt! 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 Ich glaube, ich habe mich echt versafe-stated. Wo bist du? Aufpassen! Ah, komm! Das sind gleich drei Wichslappen. Okay, stillhalten. Hab dich! Niemals! Versafe-stated! 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 Stirb, Sam! Okay, ich würde sagen, wir laden das Ganze mal nochmal. Oder wisst ihr was? Ich tue es einfach wieder offscreen machen. Bis gleich. So, ich bin wieder hier. Ich habe die jetzt alle mit Stealth ausgeschaltet und wir versuchen es nochmal. Also, ich habe beim Offscreen-Training, also offscreen mal, machen bemerkt, ich kann's mit dem Stealth, aber irgendwie bringe ich es in diesem Let's Play nicht irgendwie unter. Ich muss echt mehr auf Stealth spielen. Offscreen funktioniert es wunderbar. So, hier ist safe. Wir versuchen unser Glück nochmal. Wo sind sie denn? Wir haben jetzt mehr Leben. Okay. Oh geil, den haben wir schon. Nein, nein, nein. Du knallst mich jetzt nicht ab. Wo bist du? Du greifst mich nicht von der Seite an. Okay, alle guten Dinge sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Scheiße. Na komm her! Na los! Wo war der? Ach, da hinten! Die verstecken sich alle super! Muss ich schon zugeben. Auch wenn sie meine Feinde sind. Ah ja, jetzt kommt der von da oben. Ey, ich hab den doch gesehen und war zu blöd, ihn zu killen. Das ist mal wieder super. Und Leck ist wieder hier! Mein Freund begrüßt mich wieder. Wo ist Lev, mein Freund? Der Leck. Leck. Aufpassen. Alter, was hat der für eine Rüsti? Ich renne jetzt einfach weiter. Lalala. Leck mich am Arsch. Deine Mutter ist ein Barsch. Guten Tag. Aufpassen. Nein.
Okay, ich glaube, ich setze jetzt mal ein paar Sachen ein, und zwar Rauchgranate. Hier für euch. So hat es Hitler auch gemacht. Er hat es einfach vergast. Da, ach, das war der letzte. Aber mit Gas scheint es zu funktionieren. Ich muss das Gas einfach in die Richtung der Feinde schießen. Fuck. Okay, nochmal Gas. Gas. Ich meine Rauchgranate, whatever. Hu, ha, Ninja Style. Opa, Ninja Style. Lebt ihr noch? Dieser eine Funzel da, der regt sowas von auf. Ey man, du regst auf. Geh zu deiner Mutter und sauf. Verdammt. Alter! Vielleicht bringst du das, wenn ich die Lichter ausschalte. Was? Na also, der Nervis ist schon mal weg. Ich glaube, hier mache ich einen Safe. Komm her! Das war Nummer 2. Und das war Nummer 3. Nummer 4, wo? Da hinten. Bewegung. Halt das Maul. Ich glaube, ich habe mich wieder versaved. Kann das sein? Na los. Wo bleibt Nummer 3? Da ist er. Und wartet, dass wir einen Fehler machen. Und das war ein Fehler. Okay. Alter, die haben fette einen Aimbot. Wie soll ich ein paar Aimbots killen? Seht ihr das? Aimbot Nummer 1. Den vergaß ich. Hier. Verdammt. Ah, es funktioniert. So, krepier. Ich schieb dir ganz recht. Selber schuld. Ihr habt es nicht anders verdient. Jetzt brauche ich ein Medikit. Unbedingt. Was ist das? Splittergranate. Toll. Sowas hätten wir jetzt gebraucht. Naja. Gut, wieder das wichtigste. Leichen verstecken. Und nochmal mache ich das nicht. Falls wir jetzt irgendwie Probleme kriegen sollten mit dem Leben, werde ich cheaten. Da könnt ihr so viel rumflamen, wie ihr wollt. Was ist das? Medikit! Okay, ich nehme es zurück. Hat einfach ein Medikit dabei. Was für ein freundlicher Feind. Freundlicher Feind. Verdammt, wir haben noch wenig Munition. Die haben jetzt alle bei diese, ja, bei dieser Szene verschwendet. Oh, hier ist ein schöner dunkler Platz. Ideal für dich. Für dein dunkles Herz. Ich frage mich, wie viel Speicher ich noch draußen habe. Also momentan sind wir wahrscheinlich bei 1 Stunde 30. Der längste Splinter Cell Part, den wir je hatten. In diesem Let's Play zumindest. Das ist ja auch das erste Splinter Cell Let's Play. Und ich frage mich, ob es auch der längste Splinter Cell Part ever sein wird. Wahrscheinlich ja, weil ich werde ja bei Pandora Tomorrow 15 Minuten Parts ab sofort einführen, damit ich jeden Tag wieder Parts hochladen kann, nicht nur jeden Sonntag. Das ist ja auch nicht so das Gelbe vom Ei. So, hier ist auch noch einer. Der hat sich extra so weit versteckt, damit ich jetzt da mehr Speicherplatz verschwenden muss, wegen des Tragen dieses Typens. Naja, wahrscheinlich wird gleich das Spiel abstürzen, weil ich so wenig Speicherplatz noch auf habe. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich gerade aufnehme. Wahrscheinlich wieder gerade eine Stunde, eine halbe habe ich bestimmt jetzt schon aufgenommen in dieser Aufnahmesession. Und wir sind auch ziemlich weit gekommen.
Ich glaube, ich mache jetzt auch gleich wieder nochmal eine Aufnahmepause. Nachdem ich diesen Körper versteckt habe. Und ja, dann konvertiere ich wieder. Ihr kennt es ja. Ändern. Ne, ihr drei? So. Ich glaube, hier speichere ich und ja, ich glaube, ich spiele noch ein bisschen weiter. Ah ja. Okay. Ich würde sagen, wir haben die Hälfte des Levels mindestens geschafft. Wir wurden verraten. Sie haben uns verraten. Christavis Männer schießen. Wir brauchen Verstärkung. Was ist los? Egal, nicht so wichtig. Okay, der Keller sieht ja ziemlich furchteinflößend aus. Und wer ist das? Nicolazze. Was machen wir denn mit dem? Der wird bestimmt total sicher bewacht. Habt ihr ihn getötet? Oh Gott, wer sind Sie? Guten Tag. Hab dich. Erzählen Sie mir von der Arche. Lassen Sie mich. Ich mache Sie reich. Warte, ich mache mir schnell einen Save. 10.3. Ich weiß, was sie ist. Ich will wissen, woher sie stammt. Das bringt Ihnen nichts. Was wollen Sie mit ihr machen? Womit? Die Arche. Wo wollen Sie sie zünden? Töten Sie mich oder lassen Sie mich gehen. Was Sie tun, ist zwecklos. Erzählen Sie mir von der Arche. Zeitverschwendung. Ich sage nichts mehr. Na gut, aber dein Auge brauche ich mal schnell. Keine Bewegung. Hände hoch. Keine Bewegung. Was? Keine Bewegung. Ah. Komm bei Nicolazze. Wer ist Ihr Freund? Ein Amerikaner. Fragen Sie ihn. Sie werden uns die Arche geben. Bin ich Gott? Sie werden uns die Arche geben. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Christavi weiß, dass es eine nukleare Kofferbombe ist. Er weiß, dass Sie sie haben. Ein schlauer Mann. Weiß er auch, dass sie bereits in Amerika ist? Was? Die Arche ist nicht hier. Ich höre. Das Einzige hier im Keller ist der Aktivierungsschlüssel. Die Bombe ist in Amerika. Garantiert, Christavi, meine Freiheit, sage ich ihm, wo die Arche ist. Herr mit dem Aktivierungsschlüssel. Dieser Spion hat den Schlüssel. Ihr werdet ihn euch holen müssen. Ich kann euch sagen, wo die Arche ist. Im Gegenzug für meine Sicherheit und Freiheit. Gut, ihr zwei eskortiert Mr. Nicolazze aus der Bibliothek. Sie. Hä? Wer sind Sie? Sam Fischer. Warum fragst du? Sag nichts, Fischer. Wir arrangieren in 5 Sekunden ein Blackout. Mach das Beste daraus. Geben Sie uns den Schlüssel zur Arche. Sie können ihn mir geben oder ich nehme ihn. Sie haben 5 Sekunden. 4 Sekunden. 3. 2. Wer war das? Ach nee, schon wieder dieses... Sie, wer sind Sie? Ach nee, jetzt müssen wir uns wieder das Gequatsche von dem Typen anhören. Sag nichts, Fischer. Wir arrangieren in 5 Sekunden ein Blackout. Mach das Beste daraus. Ja, ja, safe. Geben Sie uns den Schlüssel zur Arche. Sie können ihn mir geben oder ich nehme ihn. Sie haben 5 Sekunden. 4 Sekunden. 3. 2. Zeigen Sie sie! Zeigen Sie sie! Ja, war noch einer. Ach komm! Wer ist da? Nicht schon wieder! Na toll! Na toll! Ich muss mich woanders verstecken. Hier ist es gut. Hab dich! Wen wolltest du nochmal befragen? Na los, Sam macht euch alle Platz. Verdammt. Noch ein Schuss. Zeigen Sie sich. Nein. Scheiße. Ah. Okay.
komisch. Zeigen Sie sich! Niemals. Ihr müsst mich schon finden. Komm, spiel mal ein bisschen Verstecken. Habt ihr was gegen Verstecken? Toll. Probier's mal mit einer Granate, vielleicht funktioniert das ja. Holst ihr? Verdammt, falsch geworfen. Geben Sie endlich auf. Nein. Verdammt. Okay, ich gebe auf. Ich würde gerne aufgeben, aber ich muss das Spiel noch fertig spielen. Danach kann ich aufgeben, wenn du willst. Verdammt. Ah, ich hab den noch erwischt. Geil. Ach, das ist blöd, dass wir noch so wenig Munition haben. Zeigen Sie sich! Ah, ich hab ihn. Cool. Ja, da rastet sein Kollege aus. Du hast meinen Kollegen erschossen und dafür werde ich dich abschießen. Hab ich dich? Scheiße. Scheiße. Ach komm, Sam, was machst du da? Oh, Sam ist so unnötig. Unnötig. Stillhalten. Stillhalten, sag ich. Gut. Hier ist noch einer. Da hinten. Die Distanz kann ich den jetzt nicht so einfach ausschalten. Ich brauche jetzt die hier. Und der muss one-hitten. Verdammt. Gut, ich muss näher an ihn ran. Noch haben wir noch nicht verloren. Tasche. Munition, 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 Munition. Nein. So, ich schleife mich jetzt ganz professionell an ihn heran. Nein! Oh, zum Glück musste er den nachladen. Oh Gott. Na also, geht doch. Puh. Erstmal durchatmen. Fischer, Nicolaze darf nicht entkommen. Du glaubst, er weiß, wo die Arche ist? Ja, er darf mit dieser Information nicht weiterleben. Oh, das sind knallharte Worte von... Eindringling, ein amerikanischer Spion ist im Gebäude. Alle Einheiten, Alarm! Okay. So, ist mir in einem Hof. Da ist irgendwas. Ich glaube, ich mache hier an diese. Wenn ich sterbe, mache ich Aufnahmepause. Jetzt muss ich mich erst wieder von dem Schocker holen. Fast wäre ich ja gestorben. Nein, er hatte mich an den Eiern gehabt. Hätte er drauf geknallt, wäre die Splinter Cell-Reihe viel zu früh ausgewiesen. Oh, wir haben auch so wenig Munition. Ich muss jetzt auf Stealth spielen. Okay. Da war doch was. Hab dich. Hahaha, Kevin kann auf Stealth spielen. Ich meine Janka. Ich heiße Janka. Nicht Kevin. Kevin. Wer heißt bitte schön Kevin? Könnt ihr einen Kommentar schreiben, ob ich mich Kevin nennen soll weiterhin oder Janka, weil mein Kanal ja jetzt Janka heißt. Könnt ihr entscheiden. So, ich speichere jetzt extra sehr häufig. Ich glaube, hier mache ich auch wieder einen normalen Save. 10-4. Okay. Der Amerikaner hat Informationen in seinem Besitz, die für die Sicherheit unserer Nation sehr wichtig sind. Wir müssen ihn schnappen. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Oh, nee. Wenn er mich ertappt, knall ich ihn ab. Komm her, ich will deine hässliche Visage sehen.
Danke. Ich glaube, das spielt. Ich glaube, hier verstecken. Ich glaube, Leichen verstecken spielt hier keine große Rolle mehr. Wir müssen bloß aufpassen, dass der Wichslappen uns jetzt nicht erwischt. Hier geht's hoch. Was ist das? Also Körper. Ich dachte schon, es wäre Munition. Das wäre zu schön gewesen. Warum wären wir schon bei Munition? Nein, nicht hier nachladen. Wir sind mehr mitten im Schussfeld. Sam ist zu blöd. Sam ist so blöd. Und ich kann scheiße singen. Lalalala. So, jetzt speichern. Ey, häng dich doch daran. Oh Gott. Der hat sich sicher gefragt, was ist hier los? Vielleicht war es nur ein Schatten. Ja, genau, das ist nur ein Schatten. Ihr habt es ganz erfasst. Ihr seid die Schlausten. Ja, Bösewichte in der Geschichte der Videospielgeschichte und Sam auch. Ich komme da nicht hoch. Wie geht's hier hoch? Wie geht's hier hoch? Hoch, hoch. Nix, da ist nix. Okay, ich probier's nochmal. Wenn's nicht klappt, mache ich Aufnahmepause. Und dann spielen wir das Spiel. Dann spiele ich das Spiel morgen durch. Okay, wisst ihr was? Ich mache hier jetzt eine Aufnahmepause. Und ja, dann machen wir das Spiel in der nächsten Aufnahmesession fertig. Also, nicht verpassen. Bleibt weiterhin in diesem Video. Bis gleich. So, bin ich wieder... ich habe das Spiel schon jetzt durchgespielt gehabt, allerdings habe ich das irgendwie nicht aufgenommen gehabt. Mein Fraps hat irgendwie gehangen oder so, whatever. Naja, aber es war nicht besonders schwierig. Machen wir es halt einfach nochmal, oder ich mach's nochmal. So, also hier nach oben geht's nicht lang, weil, ja, es falsch ist. Wir müssen nämlich hier nach oben. Und zwar genau hier. So, hier mal wieder ein Quicksave. Und nach oben. Nein, er tut sich nichts. Oh Gott. Scheiße. Geh weg. Da ist irgendwas. Da ist eben nix. Kein Kontakt. Leck mich. Verdammter. Was ist das? Da ist nix. Da bewegt sich was. Da bewegt sich nichts. Oh Gott. Greife den Feind an. Toll. Geh weg. Geh weg, bevor ich wütend werde. Okay. Schritt. Was für ein Schritt war? Ey, was labbest du? So, ich bleibe jetzt mal hier. Kauft euch neue Laternen, ja? Na, was ist jetzt? Okay, jetzt. Alter, scheiß Stahlhelm. So. Ich kann ihn nicht headshotten. Aber ich kann ihn vergasen. Moment. Ablenkungssystem. Stillhalten, genau. Verdammt. Verdammt. Okay, das war ein Epic Fail. Hier, auf Kamera. Oh mein Gott, ein Agent.
Was? Der lebt noch? Ich hatte doch vorhin seinen Hintern geschossen. Hallo? Verdammt. Was? Ich kann es nicht mehr verwenden, aber doch kann ich schon. Halt still. Hey, warum geht das jetzt nicht? Moment. Hä? Achso. Verdammt, das funktioniert so nicht. Also beim ersten Mal habe ich es geschafft. Also ich meine jetzt aber bei dieser Aufnahme, die ich nicht aufgenommen habe, ne? Aber war es mir ganz leicht gefallen, da habe ich einfach das Gas verwendet. Naja, ich kann auch den einfach abknallen, aber naja. So, ich probiere es jetzt einfach mal. Hä? Der ist umgefallen. Wahrscheinlich Herzinfarkt. Wie kriege ich den jetzt weg? Ja, so geht's auch. Okay. Aber wieso sind die da unten alarmiert? Sollen wir hier einfach mal hier die Kameras hier ein? Raufkamera! Oh, ist noch eine Raufkamera! Ah, hier ist noch eine. Oh Gott, ich verstecke mich wieder hier, bis sie sich beruhigt haben. Weil die kommen ja hier nicht hoch. Hoffe ich zumindest. Und wenn doch, dann bin ich sehr angepisst. Na jetzt, ah komm, ausgerechnet wieder so ein langes Dietrich-Dingens. Das. Okay. Okay. Soweit so gut. Oh Mann, jetzt wird's schwierig. Jetzt müssen wir den nämlich snipern. Mit unserer SC-20K. Sie können sich nicht verstecken. Was redest du mit mir? Um es ganz deutlich zu machen. Er schießt Nicolaze von dort aus. Tu es jetzt. Schieß nicht daneben. Ja. Du bekommst vermutlich nur diese eine Chance. Genau, es war nur eine Schatten. Wo ist er? Da. Verdammt! Nachladen. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Habe ich ihn? Gott, Fischer. Nein, habe ich nicht. Okay. Verdammt! Ach komm, jetzt habe ich den so schön anvisiert und habe vergessen nachzuladen. Habe ich ihn? Nein, er ist entkommen. Ich habe ihn! Fischer, Zeit von dort zu verschwinden. Yay, okay. Die Daten, die du hast, sind die letzten. Die letzten von was? Nicolazes letzte Bedrohung gegen die USA. Unsere höchste Priorität liegt darin, zu schützen, was du bei dir trägst. Die Osprey wartet. Ich wollte eigentlich nicht runterspringen, ich wollte mich eigentlich nur hinhangeln. Naja, egal. Was ist mit Kristavi? Schutzpräsident Kristavi! Schaff den Präsidenten damit! Und, habt ihr noch was zu quatschen? Angreifer ja. Im Palast! Brauche Verstärkung! Vermutlich mehrere Schütze! Direkte Order vom Präsidenten Kristavi! Finde den Attentäter! Der Schütze darf nicht aus dem Palast entkommen! Tötet ihn, wenn nötig! Der Attentäter ist das Primärziel! Wo ist Nicolaze? Wer beschützt Nicolaze? Nicht bestätigte Meldung, dass Nicolaze erschossen ist. Nicolaze ist tot. Wiederhole, Nicolaze wurde erschossen. Such den Mörder! Nein, da könnt ihr lange warten. Ihr werdet mich nie finden. Ich bin wie ein Geist. Eine Assassine. Der Tod höchstpersönlich. So, ist hier jemand in diesem Raum? Nö. Lalalala. Ja, ich habe das Spiel durch.
Ich habe eine Leiche gefunden. Schön für dich. War einer von uns. Ha, interesting. Wer auch immer das war, ist bestimmt hinterlistig gewesen. Kommt der jetzt von oben oder was? Da ist jemand. Kommt denn noch jemand? Oh Gott, da kommen zwei. Eieiei, da kommen zwei. Yeah, das nennt man Reflexe. Noch jemand? Ich schnapp mir das Medikit. Oh verdammt, jetzt wisst ihr, dass ich das mir schon angeschaut habe und weiß, dass hier ein Medikit ist. Eindringling auf dem Palastgelände. Oh mein Gott. Sie sind umzingelt. Noch jemand? Nein, okay. Tasche. Wo Tasche? Tasche, wo Tasche? Da Tasche. Medikits, sehr schön. Genau das brauche ich. Und hier müsste glaube ich noch eins sein. Wenn ich mich nicht irre. Aha, die vielleicht? Wow, ein total sinnvoller Raum, wo nichts drin ist. Das ist ja mal wieder schön. Naja, okay. Egal, dann gehen wir einfach mal weiter. Lalalala, wir haben das Spiel gleich durch. Da. An alle Einheiten, sucht den amerikanischen Spion. Er muss unbedingt gefangen oder getötet werden. So, wo geht's hier lang? Oh Gott. Wir werden sie finden. Sie sind umzingelt. Geben sie auf. Was? Wir werden sie finden. Sie sind umzingelt. Geben sie auf. Woher wisst ihr, dass ich hier bin? Habt ihr irgendwelche Kameras installiert oder so? Moment, ist hier auch jemand? Verdammt! Wir werden sie finden. Sie sind umzingelt. Geben sie auf. Oh mein Gott. Mysteriöses Leuchten. Identifizieren Sie sich. So, kommt ihr jetzt rein oder was? Moment. Zack. Ich habe ihn. Zack. So, sind noch welche? Ja, es werden wahrscheinlich die anderen alarmiert. Na los, mach die Tür. Auf! Fuck! Nein! Oh Gott, habt ihr mich jetzt erschrocken? Geht doch nicht einfach so. Ihr könnt mich doch nicht einfach so erschrecken. Das geht nicht. Vielleicht kann ich die Tür ja nur leise öffnen. Eindringling. Ja, das passiert, wenn wir jetzt die Tür öffnen. Ein Geräusch? Wer ist da? Niemand. Niemand ist hier. Nimm mal die letzten Schüsse der Pistole, um noch die Lichter auszuschalten. Verdammt. Nein. So. Ich glaube, ich habe was gesehen. Ich habe eine Geisel. Tut, was ich sage, oder sie stirbt. Ziel auf seinem Kopf! Verdammt! Oh, verdammt! Aber geile Taktik von mir gewesen gerade. Okay. Identifizieren Sie sich! Ich glaube, ich sollte zuvor noch die Lichter ausschalten, die hier drin sind. Aber das Licht kommt... Nee. Hier vielleicht? Verdammt, okay, lad mal das Ganze nochmal. Zack. Ein Geräusch? Wer ist da? Ein Geräusch? Wer ist da? Ich weiß, deine Mutter ist hier und sie sagt, du warst sehr unartig zu dem lieben Sam. Identifizieren Sie sich! Oh, ich hab dir deine Mütze runtergeschossen. Ich glaube, jetzt kann ich sie öffnen. So. Jetzt kommen wahrscheinlich die anderen. Oder? Stimmt doch, oder? Hm. Oh mein Gott. Erinnert mich irgendwie an Duty Calls. Puh.
Hey, was macht ihr da? Hey, was macht ihr da? Ein Gerot? Eindringling auf dem Palastgelände. Okay. Ich habe keine Angst. Bam. Okay, jetzt haben wir es durch. Okay, Präsidentenpalast Tiflis, Georgien, 13. November 2004, 1.29 Uhr. Die im Präsidentenpalast gewonnenen Erkenntnisse bestätigen, dass es sich bei der Arche um eine Atomwaffe handelt. Die Tatsache, dass sie von bereits in der Nähe von Washington, die sie befand, machten Nicolazzi zu einer Bedrohung für das amerikanische Volk. Die Bedrohung wurde nach dem Grundsätzen der False Freedom neutralisiert. Achtstöckiges Gebäude und vier umliegende Blöcke wurden heute in Hope Gate, Maryland von der Nationalgarde evakuiert. Laut Behörden ist der Grund für die Evakuierungen ein Gasleck. Dieser Vorgang würde in keiner Verbindung zu Combine Nicolazzi oder dem Informationskrieg stehen. Hope Gate, das weniger als eine halbe Stunde von Washington DC entfernt liegt, wird seit der Entdeckung und Identifizierung der Leiche des ehemaligen Präsidenten Combine Nicolazzi vor 5 Tagen. Schüsse aserbaidschanischer Palastwachen trafen Nicolazzi tödlich, als dieser versuchte, gegen den amtierenden Präsidenten Valam Kristavi zu putschen. In einer Pressekonferenz lobte Präsident Bowers das amerikanische Volk ausdrücklich für seinen Mut. Man traf uns, es schmerzte, aber wir sind nicht umgefallen. Es gibt keinen Terror, kein Unglück, das das amerikanische Volk in die Knie zwingen könnte. Es gibt kein Problem, das Amerika mit seiner Beharrlichkeit nicht lösen kann. Dad? So spreche was ist ich jedem so lustig? Amerikanischen Bürger der Welt, jedem Zivilisten und jedem Soldaten, der sich gegen Terror und die Tyrannei stellt, meine tiefste Bewunderung aus. Die Geschichte wird ihre Entschlossenheit nicht vergessen. Die Geschichte wird ihre Entschlossenheit nicht vergessen. Dad, was ist los? Du hast nicht mehr gelacht, seit Reagan in Rente ist. Es ist nichts. Vergiss es einfach. Wir haben die Fackel und das... Das ist die sichere Leitung, Schatz. Ist für mich. ...in die Weiten und in das Dunkel der Welt getragen. Möge Gott uns unsere Aufgaben weisen. Gott schütze Amerika. Musst du etwa schon wieder weg, Vater? Hallo, Lambert. Ja, das war's, das Place in the Cell. Hat länger gedauert, als ich mir gedacht habe. Statt, eine Woche hat's, 2 Monate gedauert. Naja, hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Der nächste ist in the Cell. Das nächste ist, verspreche ich mich schon, am Schluss. Das letzte ist, Quatsch. Nochmal von vorn. Das nächste Splinter... Okay, nochmal. Das nächste Splinter Cell Let's Play ist Pandora Tomorrow und wird 15 Minuten Parts beinhalten. Und ja, ich hoffe, dieses Intro leckt jetzt nicht allzu sehr. Unser bester Freund versucht uns jetzt am Ende unser Let's Play noch zu versauen. Seht ihr das? Naja, in dem Sinne, bis... zum nächsten Splinter Cell Let's Play. Also, ciao.